So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Simulator 2. Normalerweise brauche ich es ja gar nicht zu sagen, ihr seht es ja schon, ne? Aber willkommen zu einer neuen Folge. Und heute werden wir eigene Fracht machen. Aber wir fangen mal klein an. Es ist auch mal alles irgendwie funktioniert. Wir haben 4 Stunden. Ja, das können wir machen. Machen wir auch. 164 Kilometer. Ja, machen wir. So. Und ich habe jetzt im Audio habe ich das Navi eingeschaltet. Das quatscht jetzt auch immer mit rein. Mal sehen, ob das überhaupt funktioniert. Ich weiß. Ich hab's noch gar nicht ausprobiert. Cool. Gleich müde. Ich habe noch nicht mal angefangen. Bin gleich müde. Naja, da sind wir gleich mal müde. Warum nicht? Los. Oh. Ich glaube, das nervt mich jetzt schon, das Navi. Ich glaube, das machen wir wieder aus. Wie jetzt? Was da hin? Einrichten. So, gucken wir mal. Biege nach rechts ab. Oh, das kommt aber zeitig. Jetzt kommt aber zeitig. Biege nach links ab. Ich glaube, das nervt mich jetzt schon. Bringt das für uns selbst? Oh ja. Ich glaube, das stellen wir wieder ab. Ja, ja, aber ich muss ja schlafen, aber ja. Wenn ich da ist, schlafen. Der erst mal was suchen zum Schlafen. Was ist denn, wenn wir zu schnell fahren? Sagt das euch was? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Oh, das ist, so gefällt mir das. Biege nach rechts ab. Achso, wir haben keinen Hänger dran mit dem Dorfstern. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Demnächst rechts abbiegen. Ich finde das Navi cool. Biege nach rechts ab. Ich finde es witzig. Ja, wir müssten aber trotzdem schlafen. Wie kann man am Anfang. Wie kann man am Anfang nicht schlafen? Jetzt haben wir ja gleich wieder Strafe. Immer geradeaus. So. Ah, hier können wir schlafen, dahin. Wenn wir nicht mal angefangen, dann müssen wir schon pennen. Ist ja nicht schlecht. Alter. Das war ein Huppel, ey. Müssen ja schlafen. Und ist es hier oder schlafen? Kommt das erst? Kommt erst. Ja.
Und mal gucken. Ich muss mal. Ah, hier können wir pennen. Es geht ohne Sirene bei uns. Ja? Hallo. Warum zeigt es mir an? Ist hier kein Parkplatz oder was? Hä? Warum? Hallo. Dürfen wir ja nicht parken? Ach doch, endlich. Ich hab keinen Bock, nur mit der Strafe zu zahlen. Ich geh Bock. Ja. Und jetzt? Ah, jetzt. Gut. Verstehe es immer noch nicht, aber. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. So, hier ist das 70. Ist das 70? Ja, 80 mittlerweile. Ja, wir müssen uns dran gewöhnen. Ohne Last zieht da gut ab. Hier eine Tankstelle. Da ist eine Tankstelle. Da können wir gleich nochmal tanken. Müssen wir echt drauf achten, ja. Weil ohne Anhänger, ja, ja. Da macht er schon ein bisschen, naja. Ja, kommen wir gleich nochmal tanken. Okay, gut, reicht. Reicht. Was? Was war denn jetzt? Warten? Hä? Keine Ahnung. Wieso brauchen wir jetzt eigentlich 6 Stunden bis dahin?
Ja, müssen die auch mal die Last. Ja, stimmt, ist ja gut. Immer geradeaus. Echt jetzt? Das hätte ich jetzt nicht. Aber ich finde das Navi cool. Gut, wir können auch eine andere Stimme nehmen. Ich habe da euch was mit Gurt gesehen und hast du nicht gesehen. Aber ich wollte Helga. Ich glaube, das ist Helga. Nur bei Helga habe ich genommen. Da haben wir schon ein bisschen Kohle ausgegeben. Und haben wir nicht mal unsere Fracht. Wenn wir jetzt ein Navi. Ja, ich habe mir noch mal ein bisschen das Soundmenü angeguckt oder Audio-Einstellung. Da habe ich das mit dem Navi gesehen. Finde ich witzig. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Richtung. Nicht wirklich. Oh, wird doch 52 Euro. Uff, das Ding. Ohne Last, da zieht er ja ab wie PKW. Sag mal, bestellen gibt's denn hier? Sag mal. Ach nee. Ja, man sagt es wieder immer geradeaus. Sag das doch mal. Na, ich fuchse mich da langsam rein jetzt mit den Einstellungen und so. Ne? Fuchse ich mich langsam rein.
dass wir... Das ist immer der Standort, wo wir waren. Müssen wir da immer neu anfangen, oder irgendwie? Ich weiß nicht. Dass wir jetzt erst schon mal 5 Stunden hier rumkurven, also jetzt noch 5 Stunden rumkurven müssen, müssen wir ja bald überschlafen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Echt jetzt? Ah, du bist putzig. Ich mag die. Ich mag Helga. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja doch. Bin doch dabei. Helga, ich mag dich. Hoffentlich dürfen die nehmen. Nicht, dass es jetzt... ich bin mal gespannt. Nicht, dass wir das Navi gar nicht nutzen dürfen. Also wegen Copyright. Ah ja. Das wäre natürlich mies, ne? Wie ist es aber nicht? Werden wir dann sehen. Ich glaube, mal im nächsten Video werde ich mal das mal ausstellen. Ja, ist es nicht. Nicht, dass wir es leider nicht nutzen dürfen. Das wäre witzig. Ich glaube, im nächsten Video werde ich das erstmal wieder ausstellen. Und lass mal gucken, wie das in dem Video hier ist. Ob ich das überhaupt nutzen darf. Sollte ich es nicht nutzen dürfen? Ja, gut. Ja, beim nächsten machen wir es aus. Machen wir hier als Probe. Ist mir jetzt gerade mal eingefallen. Weil die Stimme ist ja eigentlich auch... Hinz hier, oder was weiß ich, wie das jetzt heißt. Nicht, dass die nachher, dass das ein Copyright ist. Wie es halt mit der Musik ist, ne? Na gut, das, beim nächsten mache ich das aus. Dann mache ich das schon mal aus. Werden wir dann sehen. Dann muss ich das Video hier wieder löschen. Da ich heute mehrere Videos aufnehmen werde, gibt es dann wahrscheinlich ein paar Videos, wo halt Slavin nicht dabei ist. Ja. So, mal gucken. Boah, immer noch 3 Stunden erstmal bis dahin zu fahren. Echt jetzt? Die Strecke von der Lieferung, die ist so kurz. Die geht, glaube ich, 3 Stunden, oder? War das 3 Stunden? Ja, glaube ich. Aber hier ist aber auch schon mal halb Tag unterwegs. Nur war schon mal, um die Lieferung abzuholen. Hätte man dann eigentlich eine Lieferung mitnehmen können? Wäre ja praktisch gewesen. Eigentlich. Ja, ich fuchse mich da noch rein mit der Selbstständigkeit. Fuchse ich mich irgendwie noch rein.
Eigentlich fehlt Musik. Wenn ihr habt ja einen Hintergrund, habt ihr ja Musik. Ich habe ein bisschen hinten dahinter gelegt, aber ich habe keine Musik. Normalerweise müsste ich das Video jetzt hier machen, bearbeiten und hochladen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Dann wüsste ich, ob es Copyright ist. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, ich bin doch dabei. Weil ich finde das Navi eigentlich ganz cool. Also verformen wir uns weniger. Brauchen wir uns echt weniger. Aber wie gesagt, ich muss erst mal gucken. Das Copyright ist oder nicht. Ich glaube, es ist eh eine Verspätung. Wie gut steht eh noch nicht da. Aber... ja. Ja, brauchen wir noch über 2 Stunden, ne? Da. Ich finde es trotzdem cool mit den Navi hier. Mann, ich würde das gerne behalten. Oder wir machen einfach... ach. Ist es nicht, wie wir es machen. Hi. Cool wäre es eigentlich, wenn wir es nutzen dürfen. Das wäre cool. Das wäre echt nice. Ja, wie gesagt, ich werde im nächsten Video machen wir das Navi aus, da müssen wir gucken. Jo, wir haben es gleich geschafft. Noch 1 Stunde. Dann können wir unsere Lieferung holen. Lieferung abholen.
Wir fahren mit den LKW. Dafür, dass wir Deutscher sind, ist ja aber ganz schön wenig unterwegs los, ne, auf der Autobahn hier. Gab gerade eine Meldung, ich habe das gar nicht lesen können. Warum das? Navi lief gerade eine Meldung ab, irgendwie 100 Euro für Fahrt und bla und. Wie ich das mitgekriegt habe, konnte ich das gar nicht lesen. Bitte links halten. Das nehme ich. Ah, das ist Sekunde, ey. Das ist Sekunde. Hätte mich auch rauslassen können. Da hätte mich auch mal rauslassen können. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, bin doch dabei. Demnächst links abbiegen. Vor allem demnächst. Biege nach links ab. Ja, doch. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Mach ich. Biege nach rechts ab. Ja doch, geht doch nicht. Ampel ist rot, Mann. Nee, Frau. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich weiß doch. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, mache ich doch. Und doch mal ab. Demnächst links abbiegen.
Biege nach links ab. Aber ich. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Brauche ich. So, Moment, mal ganz kurz was gucken. Bin ich auch schon bedarf. So, Eingabe, wir brauchen 8 war Eier. Oh ja, was gibt's noch? Echt so weit. Das ist ja aber doch ein langes Video. Hamburg, Berlin. Da kann man gar nicht gucken, ne? Sind 4 Stunden. Oh, nehmen. Dann. Also ist es noch. Da. Abholen. Da hinten. Auf geht's. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn wir unseren eigenen Auflieger haben. Ne? So häng, ist der jetzt? Jetzt hänge ich wohl an dem komischen Ding fest, oder was? Biege nach rechts ab. Ich habe echt an den komischen Dingen fest, ja. Was war denn das? Ich habe echt an den Huckel fest, ja. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ja doch, mache ich doch alles. Die Dame ist... Ja, ich mache das schon.
links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Mach ich, Chefin. Mach ich alles. Merkst du gleich, dass ein Hänger dran ist? Kommt denn nicht mehr so aus der Falte? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Nochmal. Biege nach rechts ab. Ampel ist rot, Maus. Da geht das nicht. Schon wieder gleich irgendwo Bette suchen, ey. Meine Güte. Riecht das vor 4 Stunden? Genau 4 Stunden haben wir jetzt noch. Genau 4 Stunden. Ich weiß nicht, ob es noch reicht. Ich habe nicht mitgezählt. Wie viele Stunden wir jetzt unterwegs sind, meine ich. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Nehmt so. Von rechts. Ausfahrt meine ich. Und da oben sind schon noch ein bisschen Regenwolken und so, ne? Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ach boah, alles. Ich glaube, wir müssen das schaffen. Wir könnten 3 Stunden noch fahren. Ich glaube, wir schaffen. Oder? Ich weiß es nicht. Freitag müssen wir eigentlich ankommen, ne? So könnten wir eigentlich schlafen eine Runde. Hier ist ein Wohlverbot, ne?
ja, als Jungunternehmer müssen wir halt auf jede Strafe achten. Dass wir die nicht tun. Und hier ist Überholverbot für LKWs. Ich glaube, wir müssen schlafen. Das schaffen wir. Ja, wohl, Verbot. Ja, okay. Tankstelle brauchen wir nicht. Ach, danach kommt was zum Schlafen. Okay. Oh, ist hier was zum Schlafen? Jo. Neue Route finden. Ach, hör auf. Immer geradeaus. Nein. Muss erst mal schlafen. Danken müssen wir nicht, aber schlafen. Ach, da vorne. Also Route neu berechnen. Ja, hör auf. Musst du nicht. Immer geradeaus. Nein, wollen wir nicht. Oder ans Mikro geditscht. Der nicht. Alter, hat der einen. Aber das konnte ich mir denken. Man hat zwei Fahrspuren. Er bleibt stur drauf. Er bleibt einfach nur stur drauf. Einfach nur stur drauf. Müssten eigentlich pünktlich sein, ne? Weil um 9 Uhr war das irgendwie freitags, ne? Ach, ich merke mir das aber nicht. Ich merke es mir einfach nur nicht. Einfach nicht. Aber es sind eh gleich da. Bitte rechts halten. Da mache ich.
Aber wir haben es doch gleich geschafft. Schön. Naja, fast anderthalb Stunden. Naja, gut. Stunde 20. Ja, 18. Ja, das muss ich jetzt bei meinen Videos mit einberechnen. Die Fuhre von dort nach dort. Dass wir da erstmal hinfahren müssen und müssen die Ladung erstmal abholen. Aber gibt es da eine Möglichkeit, vielleicht wisst ihr das, ob man da eine Fuhre bis dahin mitnehmen kann, dass man da keine Leerfahrt macht? Ich denke schon, ne? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Das war klar. Oh mein Gott. Das nimm die Ausfahrt rechts. Geht doch nicht. Oder ihr sperrt, Mensch. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ich finde dich geil. Ich hoffe, wir können dich weiter nutzen. Das dann aber auch gleich auf zwei Seiten, ne? Du jetzt hier Elefantenrennen oder was? Ach nur. Da Hochgas geben einer. Bin schneller. Das ist er wieder schneller. Ja, Meinung. Ja, oft bin ich schneller, ne? Elefanten, rein. Das wird kaum schneller wie ich. Na komm, da musst du Gas geben, komm mal noch, komm. Na komm. Wenn du jetzt abrupt abbremst, dann klatscht der eh.
bitte links halten. Ja, ich weiß. Alter, da geht ein Eisen. Warte. Und jetzt zieht er rüber. Was ist denn das vom Vogel? So ein Vogel. Ja, mal so irgendwie merkwürdige. Die KI hier ist so ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ehrlich? Nimm die Ausfahrt rechts. Mach ich doch. Biege nach rechts ab. Ja, mach ich doch. Mach ich alles. Alles, was du sagst, mach ich. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Uiuiui. Jetzt sehe ich die Ampel nicht. Ah. Was kommt denn da alles an? Lassen die uns rein? Cool. Danke. Dankeschön. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, doch. Meine Güte. Demnächst links abbiegen. Wo? Da. Biege nach links ab. Ja, warte doch. Geht doch nicht so schnell, wie du denkst. Müssen wir erst mal hinfahren. Wir sind fertig. Was? Wir sind fertig? Willst du nach Hause gehen, oder was? Mein Navi will nach Hause gehen. Fertig. Wo müssen wir hin? Dahin. Da, wo es blinkt. Gucken wir. Na, da bin ich mal gespannt, ob ich das überhaupt schaffe. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich gerade gemacht habe.
Ja, sieht gut aus. Ne, wir müssen den jetzt. Und, oh. Ja, fast. Ach, falsch Richtung. Wo ist hab ich das Mikro umgehauen? Ja, da muss ich auch noch euch wie eine Position finden. Mikro. Okay, warte mal. Warum fährt er? Nein, ich wusste es. Falsche Richtung. Ich gehe rum. Oh, das ist zu weit. Oh. So, ja, hier sind noch gelige Lampen. Warte mal, so kann ich den drücken, ne? Wenn ich das so, ja, da drücke ich den noch rüber, ja, genau. 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 Müsste eigentlich schon, ja. Der Lenkrad ist schon lustig. So. Ja, wenn schon, dann machen wir es jetzt ein bisschen gerade. Genau. So. Im Abschluss machen wir das noch schön gerade. Schön gerade einparken. Ja. Ja. Mindestens sind wir an der Linie. Einmal frei. Ja, cool gemacht, oder? So, mal sehen. Ausgezeichnet. Nice. Nice. Yes. Gesamt 8000 haben wir gewonnen. Komm. Ja. So, und jetzt könnten wir eine Fracht von hier aus wieder in die Niederlande nehmen, oder was? Ja, das sehen wir dann aber schon in der nächsten Folge, würde ich sagen. Genau, ihr Lieben, somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes, mega Daumen euch und tschüss, schönen Tag noch.